Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist bei einem weiteren Podcast von unserem Pastoren-Podcast zu unserer Themenreihe Meine Gemeinde. Wir wollen lernen und sehen, was die Bibel über Gemeinde sagt und was das mit uns zu tun hat. Heute haben wir das Thema Meine Gemeinde geht verantwortungsvoll mit Geld um. Meine Gemeinde geht verantwortungsvoll mit Geld um. Man sagt ja allgemein, über Geld spricht man nicht, aber die Bibel spricht sehr wohl über Geld und über Besitz und das nicht zu knapp. Grundsätzlich finden wir in der Bibel die Aussage und die Ausrichtung, dass alles, nicht nur ein bisschen, sondern alles Gott gehört, dass Gott der Herr dieser Welt ist. Und wir lesen das zum Beispiel im Psalm 24 im ersten Vers: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Die ganze Welt gehört Gott. Alles, was darin ist, gehört Gott. Alles kommt von ihm. Und das bedeutet auch, alles, was du hast, was du an Geld hast, was du an Besitz hast, was du an Fähigkeiten hast, was du vielleicht an Erfolg hast, egal was du hast, es ist nicht deins letztlich. Es ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir gegeben hat. Gott ist derjenige, der dahinter steckt. Und unser Umgang mit Geld ist dann eine persönliche Frage. Wie gehe ich damit um? Wir dürfen das verwalten, was Gott uns gibt. Das ist die Grundlage oder Grundaussage der Bibel. Es gehört Gott, unser Geld gehört Gott. Wir dürfen es verwalten. Und deswegen ist die Frage schon auch wichtig zu sagen, okay, wenn ich Geld habe, wie gebe ich es aus? Wie gehe ich damit um? Was sollen wir tun? Was ist Gottes Wille? Sein Wille soll auch für meinen Umgang mit Geld im Mittelpunkt stehen. Für mich persönlich und dann auch für uns als Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus 6 zum Beispiel etwas ganz Bekanntes, Entscheidendes über Geld. Er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus sagt im Prinzip, wir sollen unser Herz nicht auf unser Geld richten, wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln. Darauf soll unsere Ausrichtung, unser Leben, unser Herz sein. Und unser Umgang mit Geld zeigt unser Herz. Sind wir geizig und egoistisch und wollen das alles für uns behalten? Oder ist unser Umgang mit Geld großzügig und auf Gott ausgerichtet? Dann ist es ein großzügiges Herz, was wir haben, auf das wir schließen können. Und unser Umgang mit Geld ist nicht nur wichtig im Persönlichen. Wie gehe ich persönlich mit Geld und Besitz um, sondern auch wir als Gemeinde. Als Gemeinde ist es unsere Verantwortung, das Geld, was Gott uns anvertraut, durch die Spenden und Unterstützung unserer Mitglieder und Freunde, dieses Geld einzusetzen, bestmöglich zum Bau des Reiches Gottes. Das heißt konkret, zum Bau der Gemeinde vor Ort. Das sind verschiedene Dinge. Wir brauchen Geld für unser Gebäude, für die laufenden Kosten, die wir haben, für den Kredit, den wir abbezahlen, für das Personal, die Pastoren und Mitarbeiter, die angestellt sind. Wir brauchen Geld, um bestimmte Aktionen und Events durchzuführen, um Flyer zu drucken für bestimmte Aktionen und so weiter. Und das alles soll nicht zum Selbstzweck sein, sondern damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und es soll zur Ehre Gottes geschehen. Wir wollen unser Geld so einsetzen, dass Gott verherrlicht wird in all dem. Das wollen wir als Gemeinde tun. Wir wollen unser Geld nicht nur für uns behalten, sondern wir haben als FEG Worms festgelegt, dass wir seit Jahren das Ziel haben, jedes Jahr 10% von dem, was wir an Spenden bekommen, nach außen weitergeben wollen. Das heißt, in die Mission oder in andere Werke, sie zu unterstützen. Weil wir dieses Prinzip sehen in Gottes Reich, in Gottes Plan, in der Bibel finden wir das auch, dass Gott uns segnet und beschenkt und dass wir etwas von diesem Segen weitergeben wollen. Deswegen spenden wir auch als Gemeinde in die Mission, in bestimmte Projekte, die wir unterstützen, Missionare, die wir unterstützen und fördern damit das Reich Gottes und wollen Gott damit die Ehre geben. Das alles ist immer eine Herausforderung als Gemeinde. Wir sind ein Glaubenswerk. Wir sind darauf angewiesen, dass wir vertrauen auf Gottes Fürsorge, dass Gott uns versorgt und dass wir immer wieder lernen und schauen und fragen, das zu tun, was Gottes Wille für uns ist, was Gott von uns will, wozu Gott uns beruft. Und das heißt, wenn Gott Menschen aus unserer Mitte beruft, in die Mission zu gehen, so wie wir es in der Vergangenheit und auch im letzten Jahr erlebt haben, dann wollen wir glauben und vertrauen, dass Gott auch das Geld dafür gibt.
dass er uns versorgt, wenn wir großzügig sind. Und damit will ich enden, weil das, glaube ich, ein Kernpunkt ist, was wir in der Bibel finden über Gemeinde und über das Christsein. Gott will, dass wir großzügig sind, weil er großzügig ist. Dass wir geben, dass wir spenden, dass wir nach außen geben, dass wir nicht auf uns selbst schauen, sondern dass wir Gott damit verherrlichen. Und ich will dich einladen, Teil so einer Gemeinde zu sein, Teil unserer Gemeinde, wo wir dieses Ziel haben, auch unser Geld für Gott einzusetzen, für die Mission und für den Bau von Gottes Reich hier vor Ort. Und wenn du jetzt zuschaust, will ich dir auch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, was sagt dein Umgang mit deinem Geld und deinem Besitz über dein Herz aus, über dein Christsein, über deine Beziehung zu Gott? Was sagen andere, wenn sie deinen Umgang mit Geld sehen, wie du als Christ ein Zeugnis bist, wie du Gottes Charakter widerspiegelst? Und du kannst dir darüber Gedanken machen. Und ich will dich herausfordern, weil wir alle letztlich lernen und lernen müssen und da wachsen müssen, dass wir mehr auf Gott vertrauen, dass wir unser ganzes Leben für ihn einsetzen. Nicht nur Teilbereiche, sondern ein ganzes Leben und damit auch unser Geld und unser Besitz. Das wollen wir auf Gott ausrichten. Und ich wünsche dir Gottes Segen, wünsche dir viel Kraft und dass du vor allem erlebst, dass Gott dich versorgt, gerade da, wo du großzügig bist. Bis bald. Tschüss.